Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Greenhill Spirits of Amazonia 3. Es geht weiter. Okay, ich nehme mal hier die beiden Stammesfallen mit, die in der Luft schweben. Wo auch immer die herkommen. Eingeborene waren eigentlich nicht hier in letzter Zeit. Aber gerade frisch eingeloggt. Keine Ahnung, wo es da klemmt. So, ja, ich habe tatsächlich, wie versprochen, die Fundamente erstmal fertig gemacht und den Lehmwasserbehälter, damit wir hier mal was zu trinken haben. Habe schon ein bisschen was durchgefiltert. Es regnet ja im Moment nicht. Einfach hier hinten was reingekippt, das ist schon durchgelaufen. Dass wir mal spontan ein bisschen Wasser da haben. Hier vorne wird dann tatsächlich die Terrasse entstehen. Deswegen auch schon mal zwei Beete angezeichnet. Einmal Banane, einmal Nuss, dass wir da mal schnell was zum Snacken haben. So, ja, war gar nicht so easy, die Asche für die Lehmherstellung nebenbei noch immer zu produzieren. Du musst ständig Stöcke sammeln, dass der Lehmofen durchrauscht. Ich habe dann hier nochmal einen Stockständer hingebaut, da brauchst du ja ohne Ende von. Und so ganz so viel Zeit wie beim letzten Mal war nicht, aber ein bisschen Material haben wir auch besorgt. Das heißt, ja, wir stellen uns hier noch ein paar Rahmen drauf, dass wir hier halbwegs drin wohnen können. Das würde ich versuchen, in dieser Folge noch fertig zu bekommen, dass wir in der nächsten dann mal wieder auf die Map kommen. So, konnte ich den eben... Ach so, cool, kannst hier sogar schräg draufstellen. Das machen wir aber nicht. Folgendes ist mehr oder weniger der Plan. Wir machen hier die ersten Rahmen drauf. Müssen wir mal gucken, wie das dann schlussendlich aussehen wird. Also den musst du natürlich erst fertig bauen. Ja, warte, dann machen wir das auch. Holen wir schnell die Materialien. Ich würde zumindest erstmal eine Reihe Rahmen noch setzen. Ich denke mal, mehr Rohstoffe sind nicht da. So, drei. Aber dann können wir schon mal ungefähr sehen, wie es dann werden wird. Und zur Not müssen wir halt nochmal den einen oder anderen Stamm... Achso, der hat ja nur einen mitnehmen müssen. Ah, Mist. Schmeiß die kurz hier hin, die werden schon nicht wegspawnen. Allerdings hast du dann wahrscheinlich gleich wieder einen Boden dran. Die Pfeile hättest du noch wegräumen sollen. Naja, ist nicht so schlimm. Ums Feuer muss ich gleich mal kümmern, fällt mir dann gerade auf. Eigentlich wollte ich gucken, ob ich Seile dabei habe. Ja, 8 Stück haben wir. Sehr gut. Dann nehmen wir uns mal 4 hiervon mit. Die könnten knapp werden. Aber die haben wir uns auch schnell besorgt. So. Und die Seile dran. Schon ist der erste Rahmen fertig. Nice. Jetzt sollte auch der zweite daneben gehen. Perfekt. Dann gibt die gleich mal wieder her. Der Feuer ist noch fresh. Allerdings hast du noch gar nicht gefrühstückt. Ja, okay. Die Bananen müssen wir uns gleich mal reinzischen, die wir dabei haben. So, einmal. Und zweimal. Seile haben wir noch. Wir sind das noch 9. Ja gut, das passt doch. Da kriegen wir doch 3 Rahmen von aufgestellt. So. Da steht Nummer 2. Wasch dich mal ganz kurz. Dann kannst du dir mal schnell eine Banane gönnen. Sonst geht die Werte so schnell runter. Beziehungsweise die Ausdauer. Ne, hier. Banane. Müssen wir gleich nochmal was trinken.
Können wir uns auch einfach mal eine Fleischsuppe gönnen, würde ich sagen. Kocht hier noch ein bisschen Wasser ab. Ich glaube, so dürfte es schon wieder ganz gut aussehen. Klein bisschen Fett. Eine Nuss haben wir nicht mehr dabei. Naja, es passt schon. So, letzter Rahmen erstmal. Wo ist denn mein Freund die Spinne? Die kriegt die ab und zu mal ein bisschen rum. Muss ich mal aufpassen, wenn ich Seile holen gehe. Ab und zu kneift sie mir mal fast den Arsch. Ach, da ist sie ja. Hallo. Scheiß Vieh. Ganz ehrlich. Jedes Mal spawnt sie hier wieder. Mal drei und nochmal eins. So. Ein Baumstamm. Und vier hiervon. So. Sehr gut. Jetzt müsste ich mir nur überlegen, was ich da jetzt für ein Dach drauf mache. Ich denke, hier kommt ein Lehmdach drauf. Auf die hinteren Rahmen. Das hier vorne würde ich quasi mal, da würde ich die Balkone mal antesten, die es hier gibt. Dann hätte man nämlich gleichzeitig noch eine schöne Überdachung. So eine halb überdachte Terrasse, weißt du? Bambusbalkon? Nee, passt alles. Geht das jetzt hier vorne überhaupt dran? Ja, so, genau. Lass mal gucken, wie das aussieht. Aber eigentlich wäre das ganz nice, ne? Dann hättest du hier noch trocken und hier würde dann reinregnen können und die Beete werden gleich bewässert. Ja, ich glaube, das machen wir mal so. Mal gucken, ob wir uns zumindest noch mal einen davon fertig bauen. Ich hoffe, das geht hier auch überall dran. Müsste schon relativ... Das geht aber blöd. Snap mal bitte hier vorne. Snap mal bitte hier vorne. Oder geht das jetzt wieder nicht, weil... Ah, so. Geht das jetzt hier drüben auch? Ja. Dann machen wir es halt von hier. Cool. Die brauchen nur zwei Schalte. Die sollten wir noch haben, ne? Ja, da sind doch noch zwei drin. Haben wir zumindest schon mal einen fertig. Oh, Gott sei Dank. Ich fast in den falschen reingestopft. Dann vier. Jetzt müssen wir allerdings ein paar lange Stöcker holen. Da ist jetzt nur noch einer, ne? Ja, dann holst du jetzt mal eben so vier. Schön ein bisschen Auge aufs Feuer haben. Zischen wir mal schnell los. Keiner gesehen, aber das mit den Schildis hier ist echt super. So viel Schildkrötenpanzer, die ich jetzt schon zusammen habe. Vorsicht, das Koko könnte wieder da sein. Hast dich frisch eingeloggt. Nimm gleich noch ein paar Seile mit. So. Mal schnell zwei von den dünnen hier weggeknallt. Einmal. Und solche. Oh ne, das ist ja ein dicker. Das ist egal. Na klar, sind die langen Stöcker dahinter gefallen.
Einmal. Wo ist der andere? So weit weg. Okay. So, da haben wir erstmal 4 Stück. Koko? Nein, Koko ist gerade nicht da, sehr gut. Oh, vielen Dank für die Kräuter hier zu Hause. Sehr freundlich von dir, Spiel. Das ist so belastend, dass ich hier nicht normal hochlaufen kann. Vielleicht geht's, wenn ich dann später noch eine davor setze. So. Boah, 6 Seile? Jo. Lass nochmal schnell hier 2 wegnehmen. So, zumindest mal einen fertigen sehen. Da können wir gleich nochmal ein Palmendach drauf knetern. Speichern an diesem Balkon? Wir werden es gleich rausfinden. Ich will mal... Oder machst du Banane? Ich falle bestimmt gleich ins Wasser, wenn ich das da drauf setzen will. Musst du wahrscheinlich wieder von der anderen Seite machen. Ja, hier geht's aber. Ja, du hast so viel Palme, ne? Mach Palme. Die Palmdächer gefallen mir auch ganz gut. Irgendwo lagen doch hier noch welche. Oder sind die jetzt mittlerweile schon weggespawnt? Ja, tatsächlich. Die haben sich verabschiedet. Diese zumindest nicht mehr. Aber wir haben hier noch. Gut, dass wir die schon mal hier dran geknallt haben. Ich jetzt hier gleich wieder so einen Eulen. Wir müssen da rein. 16. Naja, gut. Dann reicht der Palmblatthalter ja gerade mal für 2 Dächer. Nicht mal. So, jetzt brauchst du noch 4, ne? Dann müssen wir sowieso was umprügeln, dann lassen wir da hinten gleich. Jo, komm her. Der Rest wird wahrscheinlich eh in unseren See fliegen. Halt! Oh mein Gott, alles versenkt. Aber für 4 wird es wohl reichen. Ich musste gleich nochmal tauchen gehen. Ach, guck mal, das wird doch cool. So, ist fertig. Hier können wir sogar schon speichern. Dann mach hier nur halbe Wände rein. Und hier kommt eine Tür rein. Also quasi, warte mal. Wo ist das? Seiteneingang. Hölzerner Eingang. So. Ich sollte vielleicht erstmal den Balkon fertig bauen. Da kannst du aber jetzt gar nicht drauflaufen, ne? Aber brauchst du eigentlich auch nicht. Es würde reichen, wenn wir hier oben die Lehmdächer haben, dass wir da noch drauf können. Und hier dann halbe Wände rein. Genau, sowas. Eine kleine Wand. Aber das ne, wäre jetzt erstmal nicht das Wichtigste. Die Frage ist, na, die Balken sind natürlich
Obwohl. Ich würde mich gerne hier ein Trockengestell draußen hinstellen. Nee, kein Räuchergestell, ein Trockengestell. Das passt sogar. Das ist nice. Dass das hier unten noch überdacht ist. Willst du es so machen oder andersrum? Aber das ist blöd mit dem. Ne, ich glaube, so rum ist schöner. Kommst du besser dran. Aber stell's bitte auch direkt gerade hin. Aber so ist, glaube ich, okay. Bleibst natürlich jetzt ständig an den Balken hängen, ne? Aber das geht hier noch. Ah ja, das gefällt mir gut. Wenn ich schon wieder sehe, was wir jetzt schon wieder an Material brauchen, da wird mir ja schwummerig. Aber was machst du nicht alles, ne? Eine schöne Base. Dann musst du noch ein Feuerchen hier reinkriegen. Machst du das ins Haus oder machst du hier ein Feuer hin? Und wir so ein großes Lagerfeuer machen, damit die Eingeborenen auch wirklich jedes Mal genau wissen, wo wir wohnen. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das eine geile Idee ist. Aber ich fände es, glaube ich, ganz hübsch. Mach das mal. Musst du den natürlich auch noch fertig bauen, sonst kannst du es nicht benutzen. Vielleicht auch. Ah, was raschelt denn hier wieder? Erstmal andersrum machen können, ne? Ja, ist egal, das Ding habe ich ruckzuck fertig gebaut. Ist ja nur, dass ihr erstmal wisst, wie es wird. Denn den hier muss ich ja noch abreißen. Ich will hier vorne ja noch eine Reihe vorsetzen. Und mal versuchen, ob ich dann links und rechts so einen Schuppenanbau noch machen kann aus Lehm. Also so eine Schräge hier runter, einmal hier und einmal rechts auf der Seite. Hier und dann hier in der Mitte kommt dann schön der Eingang hin. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Muss mir nur noch was überlegen, dass ich hier anständig reinlaufen kann. Und hier dann raus auf die Terrasse mit diesem wunderbaren Ausblick. Ich freue mich schon drauf, ey. Hast hier 1000 Legenden zu erforschen. Aber im Augenblick habe ich mega Spaß am Bauen. Aber selbstverständlich kümmern wir uns auch um die Rätsel und um die Habaku. Aber so ein paar Folgen wird man auch brauchen. Jo, da wird es schon wieder dunkel. Lass mal das Feuer schon mal aufstellen und einmal. Ja, ich brauche nochmal schnell zwei Stämme. Wir gehen die nochmal eben abholen. Apropos Feuer. Ja, für die zwei Stämme reicht es noch. Muss man dann Schildkrötenfleisch gleich noch durchbrutzeln. Und hier liegen schon wieder Steine. Wo habe ich denn eben den Baum umgehabt? Weiß das noch einer? Das war doch gleich hier vorne, ne? Was ist der hier? Ja, hier liegen die Stämme sehr gut. Einer zumindest. Der andere schon verschimmelt oder was? Wo ist denn der jetzt? Ich brauche den doch. Das ist das Schlimmste, wie oft ich hier schon durch die Gegend gelaufen bin, was ich irgendwas gesucht habe, was ich umgehakt hatte. Ich glaube, der ist. Ach, hier oben drauf. So. Koko bleibt geschmeidig. Okay, dann lass uns über dem Lagerfeuer das Ding noch schnell fertig machen. Brauchen wir allerdings auch wieder lange Stöcker. Ja. 4 Stück nochmal, aber kannst ja nicht beides gleichzeitig tragen.
Solange es noch ein bisschen hell ist, schießen wir nochmal direkt los. Ausdauer ist natürlich auch kaum noch vorhanden. Wir müssen gleich mal entspannt essen. Ey, hier liegen so viele Steine. Ich will hier was trapsen. Die wir bestimmt sehr gut fürs Lagerfeuer gebrauchen könnten. Warte mal eben. Einmal. Zweimal. War da noch einer, oder? Ey, was trappst hier? Oh! Ich wusste es. Wo ist es? Sie ist nicht. Ach, da. Och, Mann. Meine stirb doch. Hallo? Jetzt nicht normalerweise irgendwann da. Ich liebe diese Krokos. Auch wenn sie mich immer zu Tode erschrecken, aber das, die gehen immer so schön drauf. Ah, jetzt liegst du ja hier auch überhaupt. Alter, gib mir mal den Pfeil, bitte. Da. Sogar. Ach, mit Stammespfeilen habe ich geschossen. Vielleicht ging es deswegen nicht so gut. Ich nehme es kurz auseinander. Dann kümmern wir uns schnell ums Feuer, damit es nicht dann auch ausgeht. Jetzt bin ich auch wieder viel zu schwer. Waschen uns und kümmern uns mal kurz um was zu essen. Dann ist auch die Energie wieder da. Aber das mit den langen Stöckern wird jetzt, glaube ich, nichts mehr. Müssen wir nächsten Morgen machen. Gehen wir kurz pennen. Schlafen uns aus. Kohle? Nehmen wir ein Stück Kohle mit. Oder besser zwei. Macht dich jetzt nicht gerade leichter. Aber dann kannst du das Feuer befeuern. Eigentlich müsste es jetzt direkt ausgehen. Oh Scheiße, das ist wirklich knapp ohne Ende. So rein. Mal hier noch ein paar Stöcker. So. Sehr gut. Machen wir erstmal hier Schildkrötenfleisch rein. Das kann man trinken. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Proteine drin. Ja, guck mal, Energie ist auch wieder ein bisschen da. Allerdings fehlt doch Fett. Wir müssen mal ein bisschen für Nüsse sorgen. Hast du hier noch eine Pilzsuppe? Ja, ist auch noch. Zwei Stück, die können wir morgen früh mal essen. Ich will nur eben nochmal den Keimern jetzt durchbrutzeln. Dass der schon mal fertig ist. Dann müssen wir nochmal zwei. Dann musst du auch nochmal Wasser holen. Und das Shelter können wir auch direkt mal abreißen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Da stolpere ich noch immer drüber. Hier das kleine hier. So. Dann nimm die Suppe vom Herd. Nein. Ja, mach's von mir aus so. Fleischsuppe, alles klar. Dann die auch noch hier nehmen. Ist geil, dass die nicht ausläuft aus der Schale. Zweimal Wasser noch abgekocht. Und die letzten zwei Fleisch, dann können wir pennen gehen. Warum kann ich das hier nicht hinwerfen? Weil ich auf dem Bett stehe, oder was? Oh mein Gott. Später haben wir mehr Platz in unserer fertigen Base. Und der Topf ist im Augenblick auch komplett über.
Geh dich waschen. Es regnet ja nicht. Das heißt, wir können da mal so einen Wassersammler drüber bauen. Hat der Topf wenigstens einen Nutzen. Und wir müssen dringend mal für Fischfallen sorgen. Dann haben wir auch immer eine schöne Proteinquelle. Ein Stück A dürften ja eigentlich genug da sein. Können wir gleich mal nochmal eben schnell den Bauplan für setzen. Beziehungsweise machen wir die hier drüben bei uns. Dass wir von zu Hause aus die Fische direkt außen. Würde das gehen? Komm ich so weit runter? Falle. Sperrfischfalle. Große Sperrfischfalle. 50 Stöcker. Okay, die. Also hier geht es natürlich nicht, weil sie keinerlei Anbindung hat zum. Hier drüben könntest du das machen. Ja, ja. Musst allerdings aufpassen, dass du jetzt beim Setzen. An alle Stöcker auch noch dran kommst, ne? Also nicht, dass sie zu tief im Boden gebackt sind. Funktioniert das hier? Ich probiere es mal aus einfach. Ein bisschen weiter rechts. Obwohl eine von den Fallen reicht. Da baue sie mal so. Baue sie so. So, gleich 22 Uhr. Ich würde sagen, perfekte Zeit, um schlafen zu gehen. Mach's Feuer nochmal frisch. Und wir hauen uns kurz hin. Ach, nice. Alle Hände voll zu tun. Um 6 wird wieder aufgestanden. Weitergeknüppelt. Hast du gesehen? Ist sogar noch 10 Minuten länger liegen geblieben. Wie sieht's denn aus? Jetzt machen wir uns erstmal einmal frisch. Wir brauchen auf jeden Fall Fett. Wir müssen die Pilzsuppen trinken. So. Und die Schildkrötensuppe, die bringt leider nur Proteine. Scheiße. Ich habe tatsächlich keine Tapirsuppe mehr. Wir müssen mal ein paar Nüsse organisieren. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ein Stück Kohle noch ins Feuer, dass es gleich auch noch brennt. Beziehungsweise den Ofen können wir auch schon wieder ausräumen. Dann mach 2 Knochen hier hinschmeißen. Jetzt wird es auch Zeit, dass wir ein paar mehr Kisten kriegen für unseren ganzen Kram hier. Ich würde nämlich immer nicht so gerne 1000 Sachen hier mit mir rumschleppen wollen. Gerade beim Ressourcen holen. Es ist nicht so praktisch, wenn du schon 30 Kilo drauf hast, wenn du losläufst. So, nicht laufen im Dschungel. Ah, hier ist noch ein. Achso, meine Steine. Jetzt vor lauter Panik gar nicht mitgenommen. Ach, diese Krokos. Naja, ich werde schon welche auftreiben, wenn es soweit ist. Jetzt bauen wir erstmal den einen Balkon noch fertig, dass wir das Feuer dahin kriegen. Das wäre mir schon wichtig. So, Seile immer gleich mitnehmen. Brauchen wir ohne Ende. Bin schon echt begeistert, dass nicht ständig die Eingeborenen hier vorbeischauen. Bin mal gespannt, wie es wird, wenn wir dann das große Feuer am Start haben. Wenn das zu sehr nervt, dann müssen wir es doch mal durch ein kleineres ersetzen. Aber wird uns erstmal ein großes gönnen. Wen hast du noch um den hier? Wow. Okay. Stecker brauchen wir auch gleich noch fürs Lagerfeuer. Dann nimm dir schon mal ein paar mit. Ach, was wolltest du auch? Eine Nuss, ne?
sind doch so viele Nussbäume. Wird hier mal irgendwie was. Aber die. Ich höre doch was knurren. Nein! Oh mein Gott! Also den hatte ich hier noch nicht so oft. Oh mein Gott. Ah, wie es einfach nur ein Igel war. Gott sei Dank, die Rüstung hat uns geschützt. Wie viel ist denn da noch drauf? 52er Metall? Oh, 76er Metall? Junge. 36er Knochen. Und ja, die Knochenrüstung müssten wir demnächst mal ersetzen. Alter Schwede. Panik, kurz wieder ausgebrochen. Panik im Dschungel. Ey, jetzt schmeißt er mir aber alles entgegen. Finde ich doch meine Stöcke jetzt hier nicht wieder. Ich gehe. Ich nehme die Stöcke und gehe einfach. Den Puma, den finden wir gleich wieder. Ich muss nur noch die anderen beiden Langstöcke irgendwie wiederfinden. Da war einer. Habe ich schon gesagt, dass ich... Ah, hier ist er sehr gut. Würde ich sagen, den Puma machen wir gleich noch ein schönes Schnitzel von. Eigentlich wollte ich ja eine Nuss, aber... Guck gleich nochmal, hier gibt es so viele Nussbäume, da muss doch einer mal was fallen gelassen haben. Aber der hat mir jetzt so einen Schreck eingejagt, der Puma. So. Ach, du brauchst 6 Seile, wie viel hast du denn? Ja, passt, passt, genug dabei. Nice. So. Dann schon mal die Stöcker hier rein. Fehlt noch. Na, fehlen noch ein paar Stöcker. Kannst du gleich mitbringen. Wenn du beim Puma warst. Uiuiui. Aber warte mal, das bringt mich auf eine ziemlich gute Idee. Erstmal abspeichern. Puh. So. Da wird wieder so ultra schwer sein, dass du nichts anderes mehr tragen kannst. Kriegt schon wieder irgendwas durch den Dschungel. Ich raste aus. Bau mir gleich eine Schrotflinte. Nein, das geht nicht. Dann fühle ich mich wohler. So. Einmal Stöcker und jetzt noch den kleinen Puma mitgenommen. Stöcker sind voll, ne? Jo. Mal ganz kurz Richtung Nuss gucken. Da unten ist noch ein Nussbaum. Und hier. Aber da muss ich sagen, die sind echt geizig. Und so einen ganz großen für eine Paranuss, den sehe ich ja auch nicht. In der Nähe. Liegt irgendwas? Ist hier Kacke oder was? Ja. Nehme ich mit für die Beete gleich. Nee, sieht's nicht besonders nussig aus. Und dann lass mal den Puma erstmal ausnehmen, wo er gleich wieder weg ist. Nein, nicht den Stock, den Puma! Kein Platz mehr im Rucksack. Das macht mir Hoffnung, dass wir gleich wieder mit einem halben km/h zurückschleichen. Hä? Nee. Easy. Kannst du sogar jetzt nochmal hier den Stein mitnehmen? Okay, jetzt ist klar, jetzt bist du schwer, aber wir haben auch alles dabei. Aber ich muss mir gleich wirklich irgendwie mal Fett organisieren. 1 Sekunde.
Der schnellste ist er nicht. Wir haben es gleich. Ich komme jetzt, das meine ich. Wenn ich jetzt hier nicht anständig irgendwie hochkomme, ja, doch so ein bisschen hin und her gerödelt, dann geht's, aber. Deswegen kommt auch noch eine Reihe davor. So, Moment. Oh, schmeiß mal hin. Oh, Gott sei Dank. Restlichen Stöcker rein und schon. So. 8 kleine und 3 große noch. Ja, okay. Das kriegen wir hin. Dann ziehe ich hier noch ein Dach drauf. Mach eben schon mal das Feuer fertig, denke ich, bis zum nächsten Mal. Dass ich hier das Shelter wegkriege und dann wir hier vorne den Anbau dann fertig machen können. Das sollte dann aber auch von der Größe erreichen. Das ist mehr als genug, was wir da noch beackern müssen. Aber dann wisst ihr schon mal in etwa, wie es werden soll. Ich glaube, das wird ganz hübsch. Wir schauen mal. Ja, und dann würde ich aber doch sagen, wir gehen beim nächsten Mal nochmal auf Reisen, auch wenn mir das Bauen echt unter den Nägeln brennt. Das ist mal halbwegs fertig zu bekommen. Aber ich wollte es ein bisschen mixen. Ne? Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Runde. Und macht's gut. Bis denn. Tschüsschen. Das Ding wird's dann abreißen, hast du gesagt. Und das machen wir jetzt auch hier. Eine große Axt raus. Mach weg. Mal gleich wieder ein bisschen Material da. Ne? Ich bin weg. Tschüssi.